Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem geht es um Supplemente. Ich habe nämlich von meinem Sponsor ESN ein Paket mit neuen Produkten erhalten und diese möchte ich euch vorstellen, ein bisschen was zu erzählen, wozu sie denn gut sind. Ich habe nämlich auch schon die Geschmacksprobe gemacht bei dem einen oder anderen Produkt und möchte euch auch natürlich mitteilen, ob es sich geschmacklich überhaupt lohnt. Und natürlich auch der wichtige Hinweis vorneweg, es handelt sich um Supplemente, also um Nahrungsergänzungsmittel. Sie sollten nicht Hauptbestandteil der Ernährung sein und kommt auch gar nicht auf den Gedanken, dass man nur mit Hilfe von Supplementen Muskeln aufbauen kann. Nein, es geht auch prima ohne. Aber Supplemente sind halt eine nette Zusatzoption. Sie machen einfach die Versorgung des Körpers mit wichtigen Nährstoffen in Bezug auf den Muskelaufbau etwas bequemer. Und anfangen möchte ich mit dem neuen Nitro-BCAA-Pulver von ESN. Das gibt es nämlich in drei Geschmacksrichtungen, in Cola, Fresh Orange und Blueberry, zu den zwei bisherigen Geschmacksrichtungen. Und alle drei schmecken super. Besonders hat mir Cola geschmeckt, da ich ein großer Cola-Fan bin. Ich trinke wirklich sehr, sehr gerne mal eine Cola und dementsprechend hat es mich gefreut, dass es da diese Geschmacksrichtung gibt. Die anderen beiden sind aber auch super, besonders Blueberry. Im Grunde sind aber Geschmäcker natürlich verschieden und dann muss man mal ausprobieren, was denn das Richtige für einen ist. BCAA-Pulver, braucht man es überhaupt? Ja oder nein? Darüber lässt sich streiten. Man kann BCAA-Pulver viel nachsagen an Wirkungen in Bezug auf den Muskelaufbau. BCAAs sind im Grunde Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, also die der Körper selber nicht herstellen kann, die wir uns über die Nahrung zuführen müssen. Und das sind im Grunde eigentlich das Valin, das Isoleucin und das Leucin. Und die haben halt ein paar Auswirkungen auf den Muskelaufbau. Man sagt ihnen nach, dass sie die Proteinsynthese verbessern bzw. einleiten in Bezug halt auf den Muskelaufbau, dass sie auch in einem Kaloriendefizit den Muskelabbau minimieren sollen und halt auch so den alltäglichen Muskelabbau, wenn man mal nicht ins Training kann für ein paar Tage oder sowas, dann soll der Konsum von BCAA-Produkten das Ganze etwas minimieren, also den Muskelabbau. BCAA-Produkte kann man vor oder nach einer Trainingseinheit konsumieren, ist beides möglich und ein großer Vorteil ist halt auch von BCAA-Produkten, also von den drei Aminosäuren Isoleucin, Leucin und Valin, dass sie halt nicht erst in der Leber umgesetzt werden müssen, sondern der Körper eigentlich gleich diese verwertet und dort einsetzt, wo sie dann halt auch benötigt werden. Also ein BCAA-Produkt ist im Grunde eigentlich nichts Verkehrtes. Zwar sind BCAAs auch in vielen anderen Produkten enthalten, in zum Beispiel Proteinpulvern oder aber auch in Milchprodukten, in Fleisch ist auch BCAA enthalten. Aber eventuell kann man halt seinen Bedarf nicht ganz decken, weil man eventuell sich nicht ausgewogen genug ernährt oder aber man so einen hohen Bedarf hat oder so ein intensives Training, dass man eventuell mit dem Gedanken spielen sollte, auf solche BCAA-Produkte zurückzugreifen. Das nächste Produkt, welches ich erhalten habe, ist ein Arginin-Pulver, nämlich das AAKG L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat-Pulver. Und L-Arginin ist in Bodybuilder-Kreisen schon etwas bekannter, auch sehr, sehr beliebt. Es ist ebenfalls eine Aminosäure, so wie das Leucin, Isoleucin und das Valin, also aus dem BCAA-Nitro-Pulver, was ich eben gerade gezeigt habe. Jedoch ist es eine nicht essentielle Aminosäure, also der Körper kann das L-Arginin selber herstellen. Aber wenn wir viel trainieren, viel Stress ausgesetzt sind, es uns vielleicht nicht so gut geht, dann kann der Körper mit der L-Arginin-Produktion eventuell nicht hinterherkommen und dann macht es eventuell Sinn, L-Arginin zu supplementieren. L-Arginin hat viele Auswirkungen auf das Training. Es soll die Leistung verbessern. Hintergrund ist einfach der, dass der Körper das L-Arginin unter anderem dazu benötigt, Stickstoffmonoxid herzustellen. Und das ist wiederum ein Stoff, der die Durchblutung in unserem menschlichen Körper verbessert und Auswirkungen auf das Gefäßsystem hat. Also wenn wir L-Arginin konsumieren, dann kann unser Körper besser mit Blut arbeiten, dieses besser durch unseren Körper transportieren und dementsprechend ist halt das L-Arginin halt auch ein Pump-Supplement. Und dementsprechend ist es halt auch bei vielen Bodybuildern beliebt, die halt einfach auf Pump aus sind im Training und
Es ist unter anderem halt auch als Potenzmittel bekannt, denn ja, ne, bessere Durchblutung, ne, und ihr wisst, wir haben einen großen Schwellkörper zwischen den Beinen und dementsprechend sagt man halt auch dem L-Arginin nach, dass es ja, die Potenz steigern soll. Kann ich jetzt noch kein Urteil zugeben, ich konsumiere das jetzt erst seit ein paar Tagen, merke ich einen besseren Pump. Ich würde jetzt nicht ja und nicht nein sagen. Es ist immer so eine ja, subjektive Sache, sage ich mal. Es kommt immer darauf an, was man vorher denn so alles zu sich genommen hat. Es ist aber bei mir so, dass ich das L-Arginin mit dem BCAA-Pulver zusammenmische, dann dazu noch ein bisschen Kreatin und es meistens dann halt abends konsumiere, bevor ich ins Training gehe. Jetzt an den ganzen warmen Tagen gehe ich lieber abends trainieren, dann ist das Fitnessstudio nicht so warm und ich habe abends nicht unbedingt Lust, mir einen Trainingsbooster reinzuknallen, wenn dem mal sein ja, muss und ja, dementsprechend mixe ich mir dann halt so einen Light Booster zusammen, ne? Ein bisschen BCAA-Pulver, ein bisschen Arginin, ein bisschen Kreatin. Koffein brauche ich halt abends nicht, weil ich dann halt ganz genau weiß, dann wird es halt nichts mit dem Schlaf und das hat sich eigentlich für mich als ja, sehr, sehr guter Light-Pusher vor dem Training abends herausgestellt. Natürlich lässt sich drüber streiten, ob man das jetzt wirklich so konsumieren braucht, aber ich habe für mich entdeckt, dass es ja, mir Vorteile bringt. Dementsprechend kann ich euch das Arginin-Pulver empfehlen. Es ist auch relativ geschmacksneutral und ja, mit dem BCAA-Pulver von ESN kann man das eigentlich sehr, sehr gut mischen und hat dann eventuell ja, einen sehr, sehr guten Booster-Ersatz. Zu guter Letzt habe ich eine neue Geschmacksrichtung des Designer Whey Proteins von ESN erhalten, nämlich Red Berry Cream. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich um rote Früchte, um rote Waldfrüchte. Und so schmeckt es auch sehr, sehr fruchtig und äußerst lecker. Ich glaube, vom Designer Whey gibt es jetzt um die 15 oder 16 Geschmacksrichtungen. Und ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Also schaut euch mal um. Der große Vorteil am Designer Whey Protein Pulver ist einfach der, dass wir halt noch einen gewissen Anteil an Whey Isolat haben. Also nochmal ein etwas besser gefiltertes Whey-Protein-Pulver und ja, das ist ein bisschen verträglicher für den Magen. Der Laktoseanteil ist auch relativ gering, also Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, sollten eventuell mal das Designer Whey-Protein-Pulver probieren. Und grundsätzlich, Whey ist eine super Proteinquelle, sehr, sehr gut verwertbar. Der Körper ja, setzt es eigentlich so schnell es ihm möglich ist um und führt halt die Nährstoffe an die Stellen, ja, wo sie auch benötigt werden. Also probiert das Whey von ESN mal aus in der Designer-Version. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das waren sie, die drei Produkte, die ich euch vorstellen wollte. Wichtig ist natürlich nochmal der Hinweis, dass es sich um Nahrungsergänzungsmittel handelt. Sie sollten nicht Hauptbestandteil der Ernährung sein und kommt auch gar nicht auf die Idee zu glauben, dass man nur mit Hilfe dieser Produkte Muskeln aufbauen kann. Entscheidend ist immer noch das Training. Die Produkte sind einfach nur eine bequeme Lösung, den Körper mit, ja, Nährstoffen zu versorgen im Sinne des Muskelaufbaus. Ich habe sie für euch probiert, das Arginin-Pulver, das Nitro-BCAA-Pulver in den drei neuen Geschmacksrichtungen und das Designer Whey Proteinpulver ebenfalls in einer neuen Geschmacksrichtung und mir haben sie geschmeckt. Natürlich muss das nicht bei jedem der Fall sein, aber probiert es eventuell mal aus. Falls euch die Produkte interessieren, findet ihr Links dazu in der Infobox aufgeführt. Dort findet ihr auch einen Rabattcode, sodass ihr bei einer Bestellung etwas sparen könnt. Falls ihr Fragen habt zu den Produkten, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen oder aber mir auf Facebook schreiben, zum Beispiel an die Pinnwand oder per privater Nachricht einfach auf www.facebook.com/infitnesstv gehen. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, einfach unter www.instagram.com/rafainfit gehen. Dort poste ich immer sehr, sehr coole Fotos. Würde mich freuen, wenn ihr mich da auch mal besucht. Das war's, wir sehen uns die Tage. Haut rein!